Ja, heute versuchen wir mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen mit dieser Gleichrichterschaltung. Ja, kennt ihr alle. An der Heizung angeschlossen. Geerdet. Ja, weil da scheiden sich dann schon ganz schön die Geister. Die einen meinen, es liegt an dieser 50 Hertz Netzspannung, die um mich rum ist, in den ganzen Wänden hier. Ne, sind ja überall Kabel gelegt, wie mit 50 Hertz Strom durchflossen werden. Ja, aber trotzdem, dieses erste Video, was ich dazu gemacht habe, dieses freie Energie, so einfach faszinierend. Ne? Ja, ich muss es jetzt ein bisschen relativieren. Weil es scheint doch so zu sein, dass Gedanke mehr Realität schafft, als ich mir das gedacht habe. Aber halt nicht auf der Art und Weise, dass sich dann die komplette Realität um einen ändert, sondern dass man dann unbewusst seinen Fokus auf ganz bestimmte Dinge einstellt, die dann eben den Film kommen lassen, den man sehen möchte. Ja, und ich wollte ganz unbedingt einen Freie-Energie-Film sehen. Also hat sich mein Unterbewusstsein gedacht, gut, dann zeigen wir dir mal einen richtigen Energiefilm, einen freien Energiefilm. Ja, und ja, wenn ich jetzt normal ranfasse, sie leuchtet ein kleines bisschen. Ja, ein ganz kleines bisschen. Aber bei weitem nicht so hell wie in diesem ersten Video, was ich gezeigt habe, ne? Hier um mich rum ist jetzt auch absolut nichts an einem Stromverbraucher eingeschalten. Aber trotzdem wirke ich als Biokondensator. Ja, na, wollen wir mal dahinter kommen, warum das bei mir im ersten Video so richtig schön hell geblinkt hat. No. Da habe ich ja meine selbstgebastelte Neonleuchte genommen. Das mit einer Hand hergehalten, ne? So hier. Jetzt leuchtet sie schon ein bisschen sehr viel heller. Seht ihr das? Ah, noch sieht man nichts sehr viel, ne? Wieso ist es denn hier oben jetzt viel heller als hier unten? Komisch. Ich zeige es nochmal, Moment. Das habe ich kurz geschlossen. Okay. Ja, aber so richtig, richtig, richtig hell bekommt man es natürlich, wenn man ranhält und dann hier einschaltet. No? Jetzt leuchtet sie richtig schön hell. Aber nur, wenn die Lampe hier eingeschalten ist. Ne? Ich kann jetzt auch mal an diesen Schirm rangehen. Dann wird sie noch heller. Ja, der Effekt dürfte aber weithin bekannt sein. Ne? Was man so mit Neonlampen oder Plasmalampen für eine drahtlose Energieübertragung hinbekommt. Ja, trotzdem war ich ziemlich überrascht gewesen. Weil diese Lampe mit der Ansteuerung hängt ja normalerweise an diesem Teil hier dran. Ne? Also Leute, Autobatterien darf man zu Hause nicht stehen haben. Die steht immer nur dann für Versuchszwecke hier. Heute ist mal wieder so ein Versuchstag. Ja, aber trotzdem kann das ja normalerweise nicht sein. Ne? Also normale Autobatterie, kein Verbund zum Netz. Soweit ich mir das jedenfalls damals gedacht habe, dass sie mit dem Netz nicht verbunden ist. Aber trotzdem haben wir da einen riesengroßen Potenzialunterschied. Ja, mal gucken, was wir hier für einen Potenzialunterschied drauf haben.
Zwischen Erde und Lampe. Aha, ich bin jetzt hier am Gehäuse dran, ne? Da tut sich noch nichts. Da tut sich überhaupt noch nichts. Allerdings hier oben am Kühlkörper vom Transistor. Ich gehe mal ran, dran. Da haben wir unsere vollen 12, noch was Volt von unserer Autobatterie. Gegen Erde. Aber wieso gegen Erde? Warum wieso gegen Erde? Gibt es doch normalerweise gar nicht. Weil, nimmt man jetzt mal eine normale Batterie, eine normale Bleigel-Batterie, ist da mal, hat man überhaupt kein Potenzial da. Weder noch. No? Leider. Ja, aber die Batterie habe ich ja noch an ein paar andere Sachen mit angeschlossen. Ne? Da haben wir zum Beispiel unser Ladegerät mit dran, was wir jetzt mal abmachen können. Ladegerät ist ab. So, dann haben wir noch unsere Erhaltungsladung dran. Von den Solarpanels. Die wollen wir auch mal ausschließen. Also tun wir die auch mal abmachen. So. Okay. So, und das Einzige, was jetzt an der Autobatterie noch dran hängt, ist dieser Megapulser. Und das wird wahrscheinlich das Schlüsselding gewesen sein, mein Verstärker. Ja. Und der Verstärker ist wiederum mit einer Lichtorgel da irgendwie übers Netz dann doch noch verbunden. Das wäre des ganzen Rätsels Lösung. Weil dann klappt das nämlich auch. Leuchtet es noch ein bisschen? Ja, ziemlich wenig, ne? Jetzt. Dann klappt es nämlich auch, ohne dass man die Lampe einschaltet. Wenn man dann einfach, also hier hängt jetzt wieder die Erde dran, ne? Das ist meine Erde wieder. Und wenn man dann einfach zwischen Pluspol, hinten ist mein Finger, so hier. Jawohl. So haben wir zwischen dem Plus und der Erde richtig schöne Spannung und Stromstärke. Allerdings nur, wenn es über einen Verstärker mit dem Netz verbunden ist. Tja, also das hier ist dann wahrscheinlich doch keine so richtige freie Energie, so wie es ausschaut. Wäre zu schön gewesen, um wahr zu sein. Trotz alledem. Auch ohne irgendeine Batterie. Und nur mit mir als Biokondensator. Leuchtet da noch was? Wieso leuchtet da jetzt nichts mehr? Ist mein Kabel jetzt hier zu lang oder was? Schon echt verblüffend. Nee, jetzt geht auf einmal gar nichts mehr. Also dieses Energiezeug, ich blick da noch nicht so richtig durch. Dran. So. Nee. Mag nicht mehr. Mag nicht mehr. Oder war ich vorhin selbst irgendwie aufgeladen? Hey. Tatsache. Jetzt kommt gar nichts mehr raus. Da habe ich die LED durchgebrannt. Naja, am Anfang vom Video habt ihr ja gesehen, dass es da noch funktioniert hat, ne? Wie gesagt, das ist schon eine komische Sache mit diesem Gedankenschaft Realität.